Die geheimen Tricks von Spieleentwicklern, Part 7. Kontroverses Thema, aber wenn ich den Controller-Stick nach oben bewege, möchte ich, dass der Charakter im Spiel auch nach oben schaut. Sehen aber wohl nicht alle so. Deshalb wird man von manchen Games wie Halo im Tutorial anfangs aufgefordert, sich umzusehen. Und je nachdem, in welche Richtung man dann den Stick bewegt, um nach oben zu schauen, passt sich die Einstellung heimlich automatisch an. Spiele wollen nicht möglichst realistisch sein, sondern vor allem Spaß machen. Je mehr Action, desto besser. Deshalb haben rote Fässer oft auch eine leicht erhöhte Anziehungskraft auf Kugeln. Und in Just Cause 2 werden Autos, sobald sie sich zu überschlagen beginnen, nicht mehr so stark von der Gravitation beeinflusst, damit sie cooler durch die Luft fliegen. Und auch Saints Row 3 will, dass sich Spieler austoben und einfach eine gute Zeit haben. Staus sind da eher unerwünscht. Deshalb manipuliert das Spiel den Verkehr so, dass Autos langsamer fahren oder leicht ausweichen, damit man sich leichter durchschlängeln und schneller durch die Stadt fahren kann als zum Beispiel in GTA. Und macht das Plus weg für mehr Gaming-Tipps.